Okay. Kann ich mal merken. Ich bin ja wirklich Robocop. Ich bin Robocop! Yeah! Dezember 2054. Die Züricher Sicherheitskräfte erhalten einen anonymen Hinweis zur Position eines Unterschlupfs der Terroristen. Leider haben die ZSK aber die Feuerkraft unterschätzt, die diese Arschlöcher dabei hatten. Sie wurden eiskalt erwischt und mussten viel einstecken. Das Ergebnis? Zug explodiert. Kennst du Dios noch? Glaube schon. Er wird dir das coole Zeug erklären, das du benutzen kannst. Servus. Kommunikation, Bruder. Wir müssen uns abstimmen. Jo, Taylor. Du bist ein Arschloch. Er hat nichts gehört. Wenn ich mit dir reden will, muss das DNI immer einen sicheren Kanal. Cool. Ich muss daran denken. Aber nur, dass du es weißt. Wenn du Taylor mal wirklich einen Arsch nennst, dann wird er dir mehr einheizen als diese Roboter. Also gut. Sehen wir mal, ob du das schaffst, ohne als Schweizer Käse zu enden, wie diese armen Bastarde. Okay, Waffen scharf. Mach diese Arschlöcher fertig. Ja, erinnert mich an eine Mischung zwischen Source Code und, wie heißt's? 12 Monkeys. Auf den ersten Blick. Aber das sind alles Simulationen, die fehlgeschlagen sind, die wir jetzt wahrscheinlich hier als Trainingseinheit für unsere neuen Fähigkeiten benutzen oder so. Diese Waffe hier ist auch cool. Für präzise Feuerstöße. Zack. Ihr seht auch, Gegner lösen sich quasi auf in ihrem Quellcode. Also passt das ja irgendwo. Oh. Ja, unterschiedliche Wege haben unterschiedliche Vorteile, sehr schön. Zum Beispiel können wir nämlich die Gegner jetzt von hinten überraschen. Tschüss. Aha. Wow! Aber muss ich das gedrückt lassen oder was? Oder wie? Das habe ich jetzt gerade nicht so ganz ver... Ja, klar! Was ist los? Nochmal alles von vorne. Dann machen wir das jetzt mal ein bisschen schneller hier. Grundkurs. Ja, das wissen wir mittlerweile. Und wahrscheinlich auch unterschiedliche Nachteile. Mal schön in Deckung gehen. Aber Action ist geil. Ah, dann sehe ich hier überall die Totenköpfe und alles. Cool. Komm her. Herr da. Yeah. So gefällt mir das. Okay,
Setze verbesserte Mobilität ein. Okay. Das ist etwas ungewohnt, aber du wirst schon bald sicherer. Probier's cool. Selbst. Zeig mal her. Wallride. Yeah! Ja, ich weiß, ich kann das. Okay. Kann ich mal merken. Ich bin ja wirklich Robocop. Ich bin Robocop! Kann ich durch die Wand? Nee, geht nicht, leider. Oh! Mist. Ey, wenn ich aber jetzt wieder von vorne anfangen muss, dann kotze ich aber. Nee, diesmal ist hier. Ah, jetzt sind wir aber. Ich bin eben da oben hochgelaufen. Dann lauf. Ja. Hey Kumpel, du bist doch bei mir, oder? Du bist auch ein Robocop. Mann! Boah! Er ist schon heftig hier. Robocop-Trainingseinheit! Was sind die denn alle? Das ist einer von uns. Ist auch keiner mehr. Ah doch, da hinten. Hab ich gerade. Ne, ich dachte, ich hätte die Granate in der Luft abgeschossen. Das wäre geil gewesen. Puh. Da hinten, wer ist denn das dort? Wer war das? Oh. Todeszone? Gar nicht cool. Geh mal lieber mal raus. Oder soll ich mich nur nicht aufhalten dort oder soll ich überhaupt nicht durch? Wahrscheinlich nicht durch. Ist auch eine Taktik, wo wir am besten langs gehen. Und dann würde ich doch sagen, wir gehen besser hier durch, ne? Nein! Och ja, komm ey. Was ist... Ah, ja, ich saß gerade rot blinkend in meinem Gesicht. Mann! Ist aber auch scheiße, dass man hier alles wieder, ne? Jetzt kriege ich auch schon die Todeszone hier ange... Was ist denn los? Das war eben nicht so kriminell. Mann, oh Mann, oh Mann. Kann ich die Waffe ja auch umstellen, oder was? Ah, ne, das hier ist der taktische Modus aktiviert, okay. Dort unten die Anzeige über dem Radar. Hatte ich recht, dass jetzt so gelb leuchtet. Das heißt, dass der Taktikmodus aktiviert ist wohl. Wo bist denn du her? Arschgeige. Ja, vor allem am Fenster wahrscheinlich, ne?
Nein! Alter, ich kann ja aber nirgends mich aufhalten hier, weil hier überall Gegner sind. Wow! Ich raste gleich aus. Fuck you. Fuck you! Mann! Ey! Ja! Was stimmt denn mit euch nicht? Was stimmt mit euch nicht? Manchmal geht's, manchmal nicht, ne? Das ist auch ein bisschen Zufall hier. Da, guck, du kriegst direkt in die Fresse geschossen. Ich... Hallo? Aber... Oh, Mann. Ist nicht euer Ernst hier. Das Gute ist, man kann hier wirklich schön durch die Wände schießen, wenn man die sieht. Ja, der war schön. Der war schön. So, du bist dort. Okay. Geh ich hier lang. Naja, am besten nirgends am... der ist von uns. Nicht so cool. Auf den schießen. Ah, da unten, da oben ist unser Kollege weg. Deswegen kann uns jetzt jederzeit jemand in den Rücken fallen. Ah, wo muss ich hin? Haben wir mal Wallride benutzt. Vielleicht bringt uns das was. Wir sind ja jetzt ein bisschen außerhalb von den Gefahrenbereichen. Nein. Jetzt sind wir im Gefahrenbereich. Ja, das kommt immer drauf an, wie die sich positionieren anscheinend. Aber momentan ist frei, oder? Ich sehe mal nichts. Naja. Schön. Mal in die Nüsse. Bevor man sie mit einem Kopfschuss erlöst. Immer schön auf die Nuts zielen. Der taktische Modus ist im ganzen Team synchron. Okay. Ah. Cool. Ah, das wird also quasi synchronisiert. Nein! Gleich kriege ich aber den Rappel hier. Ja, ich bin in der Todeszone, das ist ganz gut. Ich gucke, da ist überall Todeszone, jawohl. Ja, das Problem ist, wie soll ich denn vorrücken, wenn da 2 Millionen Typen nur darauf warten, dass ich mich nach vorne bewege. Ist nicht euer Ernst. Ich muss da oben irgendwie rein, aber ich weiß nicht wie. Ich renne jetzt einfach rein, schmeiße eine Duftgranate. Naja, das geht nicht. Okay. Müssen wir zuerst unten ein paar wegholen und dann die Duftgranate dort reinschmeißen. Obwohl ich glaube, hier unten gar nicht so gefährlich ist, auch wenn hier eine Todeszone angezeigt wird. Können von hier aus die Gegner viel besser eliminieren. Oh, außer wenn Granaten kommen. Weg da. Komm grad ab. Sieht schon besser aus, ne?
Jetzt hat sich auch die Todeszone hier verschoben. Verdammt! Aber so geht's. Also wir müssen zuerst doch schon ein bisschen kampieren hier.